60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit Coral Elti von der Kitchen Guerilla. Coral, du bist ja einer der Top-Köpfe in der Hamburger Gastroszene. Was macht ihr denn mit Kitchen Guerilla? Was nicht? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr organisch gewachsene Geschichte. Angefangen haben wir tatsächlich mit einer spontanen Idee, weil wir sehr gerne gekocht haben. Wir waren damals zu dritt und ich wollte schon immer eine Art von Supper Club haben, so kochen, aber kein eigenes Restaurant. Dann kam die Idee, okay, wie kriegen wir das hin, ein Restaurant ohne Restaurant zu haben? Quasi besatzen statt besitzen. Und so haben wir angefangen, Restaurants zu kapern. Und das waren vor circa 13, 14 Jahren, 2009. Ich hatte eine Kneipe damals mit Onkel zusammen in Altona, das Familienneck, und hat mir so einen Gastro-Kreis. Damals habe ich studiert, ja, Produktdesign studiert. Das war auch der Grund, warum ich nach Hamburg gekommen bin. Habe ich auch tatsächlich beendet und als Designer auch parallel gearbeitet. Und in der Zeit haben wir erstmal ein, zwei Restaurantbesitzer angesprochen, ob das für die vorstellbar wäre, dass wir quasi die Küche übernehmen. Und die fanden die Idee auch ganz nett. Wir waren auch die Ersten, weil wir kein eigenes Restaurant haben, damals Social Media eingesetzt haben. Und das war für viele Restaurantbesitzer und Gastronomen noch nicht so klar, was man alles mit Social Media, mit Facebooks, Instagrams dieser Welt erreichen kann. Und das war aber für uns grundlegend wichtig, weil wir sonst keine andere Vitrine oder so ein Schaufenster hatten. Und das ging so ein, zwei Jahre weiter. Das kam auch sehr gut an. Deswegen auch Kitchen Guerilla. Und wir waren nur mobil, nur unterwegs. Und irgendwann wurde uns klar, das kommt so gut an, da können wir mehr draus machen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige oder eine sehr ideologisch herausfordernder Prozess, sage ich mal, wenn du so eine sehr leidenschaftlich geborene Idee hast, ohne Businessplan, ohne ein ideenskalierbares Geschäft daraus zu entwickeln, sondern pure Leidenschaft. Du willst kochen, du willst Leute zusammenbringen, aber du stellst fest, das macht dir so Spaß, am liebsten würdest du alles andere aufgeben, nur noch das machen und auch davon leben können. Und an der Stelle fängt es an, so kritisch zu werden. Wie kriege ich diese Idee, was mir enorm Spaß macht und sehr gut ankommt, monetarisieren, ohne die Seele zu verlieren? Weil unsere Grundidee war auch und unser Claim in Food We Trust, so ging es auch los, dass wir nur gesagt haben, wir wollen wissen, wo das Zeug herkommt. Wir wollen mit Landwirten zusammenarbeiten. Wir wollen totale Transparenz schaffen. Wir wollen handwerklich alles quasi möglichst vom Feld bis Tafel präsentieren und möglichst viel selber produzieren. Und da geht es natürlich los mit, okay, mit wem kann ich überhaupt kooperieren? Wer ist überhaupt in der Lage, da mitzumachen? Also, weil am Ende ist es so, dass du früher oder später anfängst, mit Partnern zu arbeiten, mit Marken zu arbeiten, die sowas verstehen. Und diese schmale Grat dabei, die Seele und diese Ideologie nicht zu verlieren, es sind sehr schwierige Spagat gewesen. Aber wir haben irgendwann mit ein, zwei Spiritosenmarken angefangen, die auch irgendwann größer geworden sind, aber klein angefangen haben, die sowas verstehen, Konzepte zu entwickeln. Und so kleine kleine Tours zu entwickeln, zum Beispiel so ein Deutschland-Tour gemacht mit so einem Gin-Hersteller und das in Form von so einer Art von Wanderrestaurant in unterschiedlichen deutschen Städten. Aber dazu haben wir quasi alles angeboten. Wir haben auch dazu einen Film- und Fotomaterial produziert. Wir haben eine App entwickelt. Wir haben die Webseite, ein Gewinnspiel, alles rundherum auch gebastelt, weil das lag auch ein bisschen an unserer DNA. Wir waren ein Team von Leuten, die aus kreativen Bereichen kommen. Damals mein Partner Olaf Fotograf, Arnold
kam aus der digitale Werbebranche und Marketing und ich Designer. Und wir haben quasi unseren Input von unseren Bereichen mit in die Küche gebracht, in einen Topf geworfen und daraus Kitchen Guerilla gekocht. Und dann, so wie alles andere, entwickelt sich so eine Firma auch weiter. Und man bleibt nie da stehen, wo man angefangen hat. Einige Jahre später kam eine ganz andere Nische dazu, beziehungsweise eine Anfrage. Einige Mitarbeiter von damals Facebook, heute Meta, waren auch bei uns zu Besuch, Fans. Die waren bei uns gerne bei den Events essen und haben die uns gefragt, habt ihr Lust darauf, unsere Kantine zu übernehmen? Wir vergrößern unsere Büros in Deutschland und so. Mein erster Gedanke war so, wie, warte mal, weißt du, eine Kantine? Wir, eine Kantine, warum und weshalb? Also Kantine klingt so sehr unattraktiv. Aber je mehr wir uns mit dieser Idee Kantine, Business Lunch beschäftigt haben, haben wir festgestellt, wie viel Bedarf da ist. Und ich muss sagen, tatsächlich, ihr seid eine von den ersten Firmen in Deutschland gewesen, die das auch selber verstanden haben und da mal eine Initiative ergriffen haben. Weil außer Facebooks und ein paar andere amerikanische Silicon Valley Unternehmer dieser Welt war dieser Gedanke in Deutschland ganz neu und viele Großunternehmer waren nicht bereit dafür, dafür Budgets in die Hand zu nehmen, weil Metas heute oder Trade Desk oder weitere Unternehmen, jetzt haben wir auch British American zum Beispiel, sind in der Lage jetzt zu verstehen und zu sagen, wir investieren in unsere Mitarbeiter, wir haben verstanden, wie wichtig das ist, dass man das heutzutage nicht nur mit einem HVV-Profi-Ticket hinkriegt, Mitarbeiter zu überzeugen, ist ja klar. Wie zentral wichtig so ein Essen im Büroalltag ist. Das haben die verstanden und das haben die voll subventioniert. Und erst habe ich das Gefühl, nach Corona wurde das auch bei anderen Unternehmen klar, die jetzt so zwischen Homeoffice ja, nein, wie viel, wie oft und wie kriegen wir die Leute zurück ins Büro, so hin und her gedacht haben und jetzt langsam mehr und mehr auf uns zukommen, haben wir quasi von diese, wir machen tolle Events, haben in zig Länder gekocht, kapern Restaurants, Unternehmen, zu einem Unternehmen geworden, was heute gefühlt fast nur B2B Catering macht, also Kitchen Guerilla macht größtenteils Business Catering, entwickelt Essenskonzepte für Unternehmen und macht Business Lunch und Kantinenbetrieb. Und also von bis. Was für eine Reise, oder? Absolut. Und zwischenzeitlich während Corona haben wir uns auch mal unterhalten, haben Fertiggerichte entwickelt für Supermarkt, für LEA. Wir haben Content produziert ohne Ende, machen nach wie vor für ein, zwei exklusive Kunden. Wir haben Gastronomieprojekte entwickelt, beraten, Produktentwicklung gemacht, von Interior bis Hochzeit, von riesen Firmenfeier bis hin zu 10-Mann-Dinner, so unterschiedliche Geschichten, Fernsehproduktion, unterschiedlichste Sachen gemacht. Und jetzt kann ich sagen, nach so vielen Jahren und so vielen Entwicklungsschritten haben wir jetzt sehr aufgeräumt und aktuell uns vor allem nach Corona voll auf B2B-Catering und Kantinen fokussiert. Über was für einen Zeitraum sprechen wir denn, seit ihr angefangen habt? Das ist im Grunde von dieser Grundidee bis hin zu GmbH und jetzt 30 Angestellte. Sind 12, 13 Jahre. Wahnsinn. Aber so richtig davon gelebt oder leben tun wir so seit 6, 7 Jahren. Okay, krass. Und was hast du quasi dann oder habt ihr dann immer wieder überlegt, okay, das ist die nächste Chance, das ist der nächste Schritt? Oder habt ihr vorher schon, also ihr habt ja wahrscheinlich nicht vorher gedacht, okay, wir werden wahrscheinlich irgendwann B2B-Catering und Kantinen machen. Nee, das war deswegen, von Anfang an meinte ich, das ist sehr organisch gewachsen mit sehr viel Emotionen, Bauchgefühl, sehr viele spontane Entscheidungen oder kurzzeitig emotional
entwickelte Ideen. Natürlich hatten wir so Langzeitpläne, aber du hast ja selber mitbekommen, was mit der Welt in den letzten 3-4 Jahren passiert ist. Vor allem seit Corona. Ich sah so viel passiert, wo wir gesagt haben, okay, wir waren quasi wie ein Oktopus mit 8 Beinen. Unterschiedliche Bereiche. Kitchen Guerilla, wow, klingt toll. Das war immer so der erste Impuls oder Feedback von Menschen. Oh, die Webseite sieht super aus, schöne Bilder macht ihr und macht ihr das alles selber. Und wir haben so für B2C Rezepte entwickelt, so eine kleine Online-Magazin gemacht und parallel. Aber am Ende kam immer wieder die Frage, aber was macht ihr denn eigentlich? Ja. Alles sieht super schön aus. Siehst du viele bunte Ideen und Bilder und Projekte, aber am Ende war niemandem so richtig klar, was wir alles machen. Und das war mir aber jetzt klar, nach so langer Zeit zu sagen, Cut, ich will aufräumen, ich will Klarheiten schaffen für mich im Leben. Wir wollen nur noch das. Das ist jetzt Kitchen Guerilla. Fokus auf Kantine und B2B, wo wir sehr viele Erfahrungen gesammelt haben in den letzten Jahren. Und ich persönlich habe ich mir diesen Freiraum jetzt geschaffen, wo ich sage, ich mache mit anderen Kollegen, Köchen zusammen, so verrückte Events, so Originals, so wie wir die nennen, als Koch und als kreative Entwickler Event-Konzepte mache ich meine eigene Veranstaltung und schmiede auch Pläne für ein Restaurant, was demnächst auch noch dazukommen wird. Aber das mache ich als Corradelci und Kitchen Guerilla ist Fokus B2B. Und das war echt eine lange Phase. Und am Ende bin ich sehr froh darüber, nach so einem langen Kreativprozess das so aufgeräumt zu haben, zu wissen, okay, jetzt kann ich auch straight planen, die nächsten 2-3 Jahre. Das ist erlebe ich ganz häufig, das wird natürlich erstmal oder das häufig so ein bisschen breiter gegangen wurde und irgendwann wird es einem klar und sagt so, das bin ich jetzt und das ist ja wahrscheinlich auch für dich ein ziemlich befreiender Moment, oder? Unfassbar. Also gefühlt habe ich mit meinem Partner zusammen und Mitarbeiter über 10 Jahre hinaus ein Startup betrieben. Und jetzt vor kurzem habe ich mir entschieden, so erwachsener zu werden, zu sagen, okay, diese Firma macht das, bam. Und so sehen die nächsten paar Jahre aus, bam. Aber trotzdem mir die Freiheit genommen zu sagen, außerhalb der Firma, ich als Person, nehme ich mir trotzdem die Zeit, meine verrückten Ideen zu verwirklichen. Ich habe es ein bisschen aufgeräumt und getrennt und so eine Art von Kosmos geschaffen für mich. Ja, mega cool. Und du hast aber wahrscheinlich zwischen in der Zeit auch ja einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Corona war ja definitiv ein großer Einschnitt. Was hast du aus diesen Tiefen mitgenommen? Aus Tiefen meiner Geschäftskarriere, sage ich mal, habe ich 2 Sachen groß mitgenommen. Demut und Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass wir hier vor allem in Deutschland so viele Möglichkeiten haben, so viele Freiheiten, dass wir uns eher um unsere Luxusprobleme fokussieren dürften in den letzten Jahren. Wenn man das mit der Rest der Weltbevölkerung vergleicht, ist es überhaupt, dass es möglich ist, dass wir jetzt in unserem Alltag uns über diese Dinge zu diskutieren oder ich dir diese Story erzähle, ist purer Luxus. Ja. Und wir haben mit Null-Budget angefangen. Wir haben tatsächlich mit 1 Euro UG ohne Businessplan, ohne Mitarbeiter, ohne Großkapital so eine Idee entwickelt und daraus eine Firma gemacht. Und das war schon eine Herausforderung. Bis heute ist es eine Herausforderung natürlich. Und trotzdem geschafft, dass wir heute gefühlt nur noch für sehr große Firmen arbeiten und die uns vertrauen, wir unsere Kunden vertrauen und so eine Art, so eine kleine Hamburger Firma fängt an, große Sachen zu machen. Das hat sehr viel durch diese bunte, kreative, oktopusartige Wachstum möglich geworden, muss man auch sagen. Was quasi die Idee von Kitchen Guerilla so unverständlich gemacht hat, hat uns aber teilweise über dem Wasser gehalten, auch während Corona. Hätten wir uns damals nur auf eine Sache konzentriert, wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, ja, jetzt die ganze schwierige Phase mit Corona und Ukraine-Krieg und so weiter zu überleben. Und weil wir dann so schnell von, okay, jetzt geht nicht weiter mit Kantine, wir entwickeln Produkte für LEH, okay, gucken wir fokussieren uns auf Content-Produktion, so hin und her switchen konnten, sag ich mal.
diese Flexibilität und diese Erfahrung sammeln in unterschiedlichen Bereichen hat mir sehr viel gebracht, was aus einer Notsituation heraus auch ein bisschen sich entwickelt hat. Aber desto mehr bin ich froh darüber, diese Learnings mitgenommen zu haben, aber trotzdem jetzt möglichst Klarheit geschafft zu haben. Du hast schon, du hast ja zwei Sachen schon angesprochen. Einmal Resilienz, ja, das einfach immer weitermachen und immer wieder quasi sich neue Sachen ausdenken, das flexibel bleiben. Hast du noch einen anderen Tipp, was du Gründerin oder Gründerin mit an die Hand geben wollen würdest von was euren Erfolg ausgemacht hat, was die brauchen, um erfolgreich zu sein? Fokus. Definitiver Fokus. Ich habe das Gefühl, dass in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft immer schwieriger wird, sich zu fokussieren. Alleine durch unser Umgang mit Social Media, mit Kommunikation, mit all diesen digitalen Lösungen und Mitteln, die unsere Leben eigentlich vereinfachen sollen, wird einem so viel angeboten, dass es einem extrem schwer fällt, sich auf eine Sache zu fokussieren. Das erlebe ich selber, das kenne ich von meinen Kindern, das erlebe ich in der Firma. Ich finde, sehr wichtig, dass man die Vorteile dieser digitalen Entwicklung mitnimmt, aber sich bewusst für bestimmte Tools, Produkte entscheidet und da sie auch möglichst dann einschränkt auf ein, zwei Tools, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und dann sich auf seinen Arbeitsbereich fokussiert. Das ist extrem wichtig und wir haben sehr lange gebraucht dafür, muss ich sagen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das jetzt gefunden haben für uns. Aber bei uns war auch nie so, dass wir gesagt haben, okay, ich entwickle ein Glas, das beste Glas der Welt oder ein Auto oder bin so ein erneuerbare Energie-Startup oder habe einen Schokoriegel erfunden, das geilste der Welt oder eine Art von Coke. Ne? Bei uns war das eher Erlebnis, zusammenkommen, essen, genießen. Das ist eine ganz andere Nische natürlich, in Gastronomie seinen Weg so zu finden, was sehr individuell ist, nicht so wie mit einem Produkt, was man anbietet. Daher ist es von Startup zu Startup, glaube ich, ganz unterschiedlich, aber trotzdem, dass man sich klar entscheidet und fokussiert, eine Sache. Und ich finde trotzdem sehr wichtig, dass man möglichst sich nicht im Alltag an seinem Produkt verliert, sondern immer mitschneidet, was einem herum passiert. Seit Corona und Krieg wird mir auch immer mehr klar, in was für eine fragile Welt wir leben und wie weit man seine Augen offen halten soll und beobachtet, was alles noch auf uns zukommt, mitzusehen und zukunftsorientiert seine Schritte zu planen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja, kann ich nur zustimmen. Letzte Frage. In Deutschland haben wir relativ viele Menschen, die ein bisschen hadern, ob sie sich selbstständig machen sollen oder nicht. Was würdest du den Menschen mit an die Hand geben wollen? Ich finde ganz toll, ich kenne das nicht anders, ich war mein Leben lang selbstständig. Wichtig ist aber, dass jeder, der sich selbstständig machen will, da sich dabei bewusst oder klar machen soll. Also, ich sag mal so. Jeder Mensch, der sich für die Selbstständigkeit entscheiden will, soll es für sich klar haben, dass es ein steiniger Weg sein kann, dass es erstmal mit diesen Klischees mit Work-Life-Balance und jetzt mache ich aber eine lange Weltreise und dann gucke ich mal, was passiert und mache mit 4-Tage-Woche erstmal Schluss ist. Da muss man richtig viel Energie und Zeit investieren, aber desto mehr kriegt man auch zurück. Das ist für mich eine Art Liebe. Und einfach klar sein, liebst du, was du tust. Also ich sehe nicht, dass man sowas aufbauen kann, wenn man nur sich in Excels und Gewinn-Verlust-Tabellen verliert. Das wird nichts. Man muss das, was man will und als Startup-Gründer sich entschieden hat, lieben und bereit sein, dafür viel Zeit und viel Fokus in die Hand zu nehmen. Herzlichen Dank, Coral. Danke dir. Ganz toll.